Ja, ich kann da flott fahren. 10 Stundenkilometer. Bei 1500 Motorenumdrehungen. Also, der Fendt ist da noch nicht wirklich gefordert. Ich könnte da noch mehr rausholen. Aber ich glaube, für die Qualität des Druckers brauche ich das nicht. Ich will nicht schneller fahren. Ja, liebe Jugendfreunde, mein Grupper hat da eine Schraubensicherung. Die ist jetzt da gebrochen. Und um diese Schraube rauszubekommen, habe ich mir da selber ein Werkzeug geschweißt. Da kann ich besser mit dem Hammer hämmern. Wenn ich da hinten reinziehe, kann ich da mit dem Hammer besser rausschlagen. Sicherungsschraube. Ja, das Problem ist auch mein Grupper, das ist ein alter Grupper, 30 Jahre hat er auf dem Buckel. Und hier, die Sicherung ist ausgeleiert. Also die Schrauben sitzen nicht mehr ganz so satt im Futter drin und darum brechen sie, denke ich, auch eher. Weil es nicht ganz spielfrei ist. Gewinde leicht kaputt. Satt anziehen. Ja. Eieiei. Mühsam. Eine Schraube wechseln. Sicherungsschraube. Viel Zeit verloren. Sicherungsschrauben. Und man muss auch immer eine dabei haben. Ne? Sonst geht es überhaupt nicht. Ich habe jetzt noch 2 Stück und möchte noch 2 Hektare. 4 Hektare in Gruppen, ne? Ich weiß nicht, ob es reicht. Und es ist schon 5 nach 4, bis ich die 2 Schrauben durch habe, ist dann in den Werkstätten Feierabend und ich kriege dann nichts mehr. Dann heißt es auch für den Bauer Hause Feierabend. Meine EHR ist da fleißig am Regeln. Tiefe Regeln. Erstes Feld, das waren Speisekartoffeln, habe ich gegruppert. Jetzt nehme ich mir noch das Saatkartoffelfeld, gruppere ich auch noch. Dort gibt es dann nächstes Jahr Zuckerrüben. Natürlich alles fluglos. Jawohl. Ja. Und hier auf dem ehemaligen Saatkartoffelfeld, ich hatte da hier Sorte Agria-Saatkartoffeln. Und hier bin ich ein bisschen, ich weiß nicht recht, ist es gut, gruppen. Weil da gibt es Zuckerrüben nächstes Jahr. Und wenn ich da jetzt gruppere und die Saatkartoffeln, die da auf oben liegen, noch keimen, habe ich nächstes Jahr im Zuckerrübenfeld ein Problem. Und man sieht da so eine Knolle, die ist oben grün. Ja gut, diese, die keimt nicht mehr. Ne? Die ist so grün.
Ich habe das extra, das Feld liegen lassen, nicht bearbeitet, damit da die Kartoffeln oben liegen bleiben. Und die Sonne hat da viel gemacht, das Licht. Dieser Kartoffel ist oben ganz grün und unten ist er noch braun. Ja, ob der noch keimt, weiß ich nicht. Und da liegen natürlich viele kleine Kartoffeln auf dem Boden, die im Winter sonst noch erfrieren sollten. Und wenn ich jetzt da gruppere und die in tiefere Schichten reinkommen, gefrieren sie eventuell nicht im Winter. Aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Das Wetter ist so gut zum Gruppen. Ich gruppere jetzt und nicht erst im Frühling. Das Gruppen bringt ja auch Luft in den Boden, was gut ist für die nächste Kultur. Verhandelt im Petrobras-Skandal gegen Schweizer Banken und aus dem Streit mit der Jus. Feierabend, es ist jetzt 6:30 Uhr, ich mache da keine Nachtschicht, bei dem guten Wetterbericht arbeite ich morgen weiter. Gut, nein. Habe mich getäuscht, es war dann 6:30 Uhr, aber ich bin dann gleich wohl nach Hause gefahren und habe Feierabend gemacht.